Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Sonnenseite, ich bin der Shorty von der Test-Area und wir fahren jetzt Schwade. Dem kleinen Feld mit dem großen Schwade. Da haben wir letztens mal aufgehört, das ist ja noch der Ballenauftrag. Wir können... Also warum du? Warum stehst du hier noch? Ich hatte dich für alle Fälle hier stehen lassen. Ne? Du kannst nach Hause fahren. Nein, du kannst versuchen, nach Hause zu fahren. Jetzt, ne? Nein? Ja, mach was du willst. Dann fahren einen kleinen Umweg jetzt. Das war meine Schuld. Aber egal jetzt. So, wir haben alle Gülle gefahren. Das ist gut. Wir haben Getreide. Eigentlich müssten wir ein kleines Weizenfeld kaufen, um die Saatgutproduktion zu starten. Das nützt uns aber erst im Juli. Was? Also warten wir noch bis Juli. Wie sieht es denn mit dem Stroh aus, das wir eingebracht haben? So, du stehst, weil ja die Milch kommt, wenn die Stunde rum ist. Eier, Silage, Gras-Silage wird noch verarbeitet, Stroh-Silage 316.000 Liter. Naja, sind die Hälfte, ne? 150.000 Liter Silage, 250.000 insgesamt, das ist schon. Das wird schon die ein oder andere Marke geben, sag ich mal. So, Gerste wird zum Mehl verarbeitet. Der einzige, der Mehl will, ist der Bäcker. Lassen wir mal machen. Die Gewächshäuser funktionieren. Milch wird bald übertragen. Stunde. Ne? Nein, noch nicht. Da ist noch Milch drin. Zucker. Käse, Schokolade. Mineraldüngerproduktion ist schon wieder fertig. Da haben wir 8000 Liter. Wasser läuft, Zucker und Zuckerrüben. Oh. Bin ich gespannt, wo wir da hinkommen. Hier ist jetzt Stau. Aha. Ich will erstmal bei dem Schwader gucken. So, der fängt jetzt hier an. Das ist natürlich sehr eng für ihn. Aber das, was der Schwader schafft zu fahren, wird der Ballenwickler auch schaffen zu fahren. Und daher sehe ich da die Probleme am Ende nicht. Hooray. Dass die da so in die Ecken reingehen, ne? Das ist, das liegt aber an den Feldbegrenzungen. Das ist kein Fehler von Cosplay. Das liegt an der Art und Weise, wie die Felder gestaltet sind. So, mir soll das reichen. Danke. Du kannst dann zum Hof. Let's go. Eingeparkt. Nein. Dann du. Ich darf die Ballen nicht vergessen, die ich da beiseite gelegt habe, ne? Drei Schwanen. Let's go. Der Kalkstreuer jetzt hier. Ja, Ordnung muss sein. Wir müssen also aufräumen. Spannend wird es dann nach dem Vorspulen, aber erst müssen wir die Ballenmission fertig machen. Ja.
Ballmissionen. Unser Equipment wegräumen. Also wir kriegen hier noch richtig Platzmangel auf dem Hof. Fast falsch angefahren. Warum geht das nicht? Warte. Warte, 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 warte. So. Bei dem Fass nicht die Drehschemelsperre reinpacken. Das ist ja katastrophal. Nee. Gibt's ja nicht. Keine Drehschemelsperre bei dem Fass hier. Oh. Wo stelle ich das denn jetzt hin? Ich habe keine Lust, das immer rückwärts zu fahren, ne? Moment. Nochmal was kontrollieren. Da. Haben wir auch mit Drehschiene. 13.000 Liter. Das ist kein Drehschiene. Aber 58.000 Öcken. Da habe ich mir jetzt mit dem Fass wieder ein Eigentor geschossen, ne? Naja, komm. Dann stellen wir es irgendwo hin, wo es nicht stört. Dann steht es halt nicht unterm Dach. Ich lasse mich ja da nicht groß ärgern jetzt. So. Noch was unterwegs, ja. Les Wadir. Unser Schmarrn. In 3 Minuten in-game ist wieder eine Stunde um. Dann gibt das wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Geld, 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 Geld. So. Kannst hier stehen bleiben. Ja, mit unserem Equipment war es das. Jetzt sind wir nur noch hier mit der Mission. Ah. Der Ballentransport, der kommt ja auch noch, ne? Der ist ja... Ah. Grottig. Wenn wir die Ballen gewickelt haben. Müssen wir ja auch noch transportieren, ne? So. Und da haben wir ja nichts Vernünftiges bekommen bei der Mission. Ja, nee. Das reicht nicht mehr ansatzweise für noch einen Ball. Okay. Lass ich den Wickler hier stehen. Oh, Presse. Nicht Wickler, aber die Presse. Lass die Presse hier stehen.
Und hole jetzt den Wickler und für den Transport nehmen wir was Eigenes. Let's go. Für den Transport nehmen wir unseren Autoladeranhänger, weil die Dinger, die da liegen, diese komischen Klappbügel, die kannst du ja nichts mit anfangen, gell? So, wenn ich jetzt Feld 3, wir können an der Tankstelle warten, da stehen wir nicht im Weg. Tankstelle Händler. Let's go. Lohnzahlung. Wir haben Geld bekommen, sind 118.000 auf dem Konto von. Weiß ich gar nicht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. 70.000 ungefähr. Ja. Haben wir fast 50.000 Euro, glaube ich, bekommen jetzt in einer Stunde. Das ist schon in Ordnung. So, hier die Dinger, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, man macht die vorne dran, man macht die hinten dran. Überall passen zwei Ballen drauf. Sowas können wir nicht arbeiten. Das tut mir leid. Das wird nichts. So. Wir fahren zu Feld 2. Dann aktivieren wir Port Supply. Feldposition ist hier. Mehr müssen wir schon nicht machen. Los geht's. Dann schauen wir jetzt mal. Sollte ja keine Schwierigkeiten geben bei der Übergabe. Dieses Gerät ist halt nur für Rundballen. Wir kennen das für Quaderballen und Rundballen. Sieben Ballen haben wir. Sieben. Das klappt schon mal nicht. Aha, jetzt. Das lässt du jetzt da liegen, natürlich. Das war schon mal nicht so gut. Von daher wieder mal eine hoch auf meine Press-Wickel-Kombi. Dann würde ich sagen, machen lassen und später gucken. Jo, und dann sind wir schief gewickelt. Dann bringe ich dich jetzt aus dem Weg. Wo war das nochmal, wo wir abladen müssen? Lüpfen. Abladen, lüpfen. Oh, ich habe die Details noch nicht. Und sortiert habe ich auch noch nicht. Frau Müller. Müller. Jetzt müssen wir die aber erstmal aufladen. So, B. Okay, dann muss ich mit Steuerung Alt und Y sind 125er dran. So ist das. 125er. Mit einem Zup.
Tada, fertig geladen. Müller. Nee, Verkauf. Restaurantpizza, Frau Müller. Fahren wir mal hin. Ich glaube, die ist am anderen Ende der Welt. Aber das gibt noch mal Geld jetzt für die Ballen. Wir müssen mal gucken. Der Auftrag sagt, wir verdienen insgesamt 6.029 Euro. 5.190 Belohnung und halt ein bisschen Überschuss. Ein bisschen. 6.029 Euro. Da bin ich gespannt. Da sind wir gleich wieder bei der Stunde der Wahrheit. Dun, dun, dun. So, auf den Trigger, Gurte ab und zack, zack, zack. Das ging ja jetzt schnell. Also wir haben 5.600 und diese 700 noch oben drauf. 6.300, fast 6. 6.400 Euro, ne? Da sind wir jetzt schon drüber. Und wir können jetzt abschließen. Nochmal 5.000 oben drauf. Also 11.500 Euro haben wir jetzt auf ungefähr verdient. Das ist fast das Doppelte von dem, was angegeben wurde. Gelle. Ja. Also, Silageballen lohnen sich immer. Gibt immer richtig schwer Monetas. Ah, jo, das war's ja schon wieder für heute. Fällt mir gerade so siedend heiß ein. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir sind jetzt im Juni, im Juli. Dann habe ich vorgespult. Wir haben jetzt 129.000 Euro auf dem Konto. Gucken, was die Nacht uns beschert. Oder wir können dann auch gemeinsam vorspulen. Wir spulen jetzt gleich noch gemeinsam vor. Ab zum Hof. So, dann machen wir das mal zusammen. Wir haben 129.000. 800, 129.800. Wir haben sehr viel, also wir haben Gras und viel Stroh. Ne? Mineraldünger haben wir. Oh nö. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 252.000. Das heißt, wir haben 70, 120, über 120.000 Euro haben wir im Schlaf jetzt verdient. Ne? Wenn ich in die Productions reingucke, ganz oben, ja, hier sind noch 60, ein bisschen Milch fehlt, aber das kriegen die ja wieder gebracht, die Milch. Ne? Eier ist klar, Silage, Gras ist fast leer. Stroh ist fast leer. Vielleicht kommt heute noch wieder Stroh dazu. Na, heute nicht mehr. Beim nächsten Mal Gerste. Für die Mehlproduktion läuft noch. Ja. Das läuft, das läuft, das läuft. Milch kommt auch natürlich. Da sind noch Milchreste. Zucker ist fast voll. Mineraldünger. Gülle ist da, Wasser ist da. Hier Weizen möchte ich da reinbringen. Ne? Weizen. Weizen, 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 Weizen. Zucker läuft noch. Da muss ich mir auch keine Sorgen machen. Gut. Ich verabschiede mich jetzt für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Das kann spannend werden, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare, gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich unten in der Videobeschreibung. Ich war, bin und bleibt der Schottie von der Test Area. Und ich bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen.
was in heutigen Zeiten natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.